Hallo zusammen, mein Name ist Rosa Bömber und ich baue gerne auf CB16. Hallo Rosa Bömber. Was fasziniert dich denn so am Bauen in Minecraft? Ja, Minecraft ist etwas wie Lego und Lego hat mich schon immer fasziniert. Man hat Klötzchen, die man aufeinander bauen kann. Man kann seine Fantasien ausleben, man kann wirklich alles machen, was man im Kopf hat. Das ist schön. Kilo Alpha würde gerne wissen, woher nimmst du deine Ideen? Meine Idee für das Plot hier war, ich habe mir mal überlegt, etwas zu bauen. Dann dachte ich, die Titanic wäre noch etwas Schönes. Habe ich mal begonnen mit einem Vierer-Merch, etwas die Titanic gestaltet, bis ich gemerkt habe, dass der Platz eigentlich gar nicht reicht. Und so ist nach und nach immer wieder etwas Neues dazugekommen, bis ich jetzt da bin, wo ich heute stehe. Was sagst du als Baumeister zum Einsatz von Schematikas? Schematika sind sicher super und sinnvoll und hilfreich. Ich habe leider, oder nicht leider, ich habe alles ohne Schematikas gebaut hier, da ich gar nicht in der Lage war, diese zu nutzen. Du hast ja gerade auch schon von der Titanic gesprochen und PH Titanic auf CB16 ist dein bekanntestes Plot. Wie groß ist das eigentlich und ist das dein einziges Bauprojekt? PH Titanic ist ein 78er-Merch mittlerweile, wurde laufend etwas erweitert von mir selber. Ich baue alles alleine hier und es ist mein einziges Plot, das wirklich ein Bauplot ist. Warum ausgerechnet das Thema Titanic? Die Titanic ist ein Schiff, das mich schon immer fasziniert hat und ich wollte wirklich einmal etwas machen, was noch nicht jeder gebaut hat. Deshalb habe ich mich mal hinter die Baupläne der Titanic gesetzt und mal geschaut, wie man das realisieren könnte. Und es hat mich fasziniert, Schiffe zu bauen. Auch die Story irgendwie um die Jahrhundertwende hat mich fasziniert. Und da war dieses Thema prädestiniert dafür, hier ein Plot zu gestalten. Die Story um die Jahrhundertwende hast du ja auch direkt angespielt. Wenn man auf deinem Plot landet, kommt man ja in diesem Zeittunnel an. Woher kam die Idee, einen Zeittunnel, eine Art Zeitreise zu simulieren? Ja, wie gesagt, die Titanic, der Stapellauf der Titanic, der war 1912 und ich dachte, es wäre ein guter Einstieg, wenn man aufs Plot kommt, dass man so eine kleine Interaktion hat, dass man sieht, ah, wir befinden uns jetzt im Jahr 1912 und alles ist etwas in diesem Stil gestaltet, sollte alles etwa die Jahrhundertwende widerspiegeln hier auf dem Plot. Jeder kennt aus dem Film Titanic ja die Szene, wie Jack und Rose vorne auf der Titanic stehen und Jack schreit: Ich bin der König der Welt! Und warum ausgerechnet verkörpern diese beiden bei dir Ripex und Zwiebackgesicht? Ja, das ist vielleicht eine etwas lustige Geschichte. Ich habe immer gesehen, die Videos von Abke, Zwieback und Ripex, wie die sich da gegenseitig hochnehmen und einander etwas zu leichter werfen. Da habe ich gedacht, als Einheit, als Paar wäre das doch das die ideale Paarung an der Spitze der Titanic, dass sie sich wieder einmal etwas versöhnen dürften und ja, die Fahrt genießen. Die Versöhnung von den beiden auf der romantischen Titanic. Das gefällt mir. Genau. Ist ein schöner Ansatz. Das war die Idee dahinter, genau. Herr Barlin würde gern wissen, was ist dein größtes Bauprojekt bisher gewesen? Klar, ich nehme an, das gesamte Plot hier, aber wenn wir uns dein Plot anschauen würden, was ist hierauf dein größtes Bauprojekt gewesen? Also rein bautechnisch war das größte Projekt natürlich die Titanic. In 1 zu 1 nachzubauen, hat sich herausgestellt, dass es doch einige Blöcke braucht, das so zu gestalten. Und rein als Gebäude oder als Objekt ist die Titanic sicher das Größte. Es war aber nicht das Zeitaufwendigste. Okay. Zeitaufwendiger war eher, wir haben noch ein Plot-Adventure gebaut, das habe ich nicht ganz alleine gemacht. Da hat mich mein guter Kumpel hier auf CB16 Mesran unterstützt. Und das war schon eher etwas aufwendig, alle diese Punkte, diese Stationen zu realisieren. The Beast würde gerne wissen, was planst du noch zu bauen? Gibt es da etwas, das du unbedingt noch umsetzen willst? Ja, da gibt es noch einiges, was ich noch im Kopf habe. Ich habe mir mittlerweile auch einige Plots geclaimt ringsherum. Ich bin so weit, dass das 78er nahezu voll bebaut ist und ich möchte gerne noch Erweiterungen machen.
Die Idee wäre, irgendwie ein Open House noch zu gestalten, so um die Jahrhundertwende. Was ich auch machen muss, ist eine Pferderennbahn mit Stallungen. Ja, da hat mich meine Tochter dazu inspiriert, dass das noch etwas Schönes wäre, wenn es noch etwas Pferde auf dem Plot hätte. Und das wird natürlich laufender weiter mit dem Stadtbereich. Weitere solche Sachen wie Strandabschnitt mit Hafenmole. Also da gibt es noch viele Sachen, die man noch realisieren kann. Auf deinem Plot gibt es ja auch diverse Redstone-Schaltungen. Baust du die alle selbst und wie hast du dir das erforderliche Wissen angeeignet? Die Redstone-Schaltung, die baue ich alle selbst. Also ich habe etwas vom Beruf her, den Background, dass ich mir logische Sachen vorstellen kann. Aber das war einfach ausprobieren und starten mal mit einfachen Schaltungen, etwas YouTube-Videos schauen. Und mittlerweile ist es so, dass ich doch einige Sachen selber amateurhaft umsetzen kann, dass es funktioniert. So, wir haben mal den Platz gewechselt und sind jetzt in der Titanic drin, hier an der bekannten Treppe. Und da kommt auch gleich die nächste Frage hoch. Du bist ein sehr detailverliebter Mensch, das sieht man hier an allen Ecken und Enden deines Plots. Aber was ist von allen Details dein persönlicher Liebling? Mein persönlicher Liebling mittlerweile ist, ich habe eine Brauerei gebaut und ich finde, die ist ziemlich gut gelungen mit den Details, wie es innen aussieht. Und die spricht mich sehr, sehr an und gefällt mir. Dann schlage ich vor, dass wir am Ende der Fragen einfach noch mal kurz in die Brauerei reinschauen. Sehr gerne. Siehst du dich selbst als einen kreativen Menschen? Und wenn ja, wovon ich ausgehe, was machst du mit deiner Kreativität eigentlich im Real Life? Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich betrachte mich nicht wahnsinnig als kreativ. Ich denke einfach, ich bin etwas hartnäckig und liebe es, wenn doch die Details ausgestaltet sind. Im Privatleben kommt diese Kreativität nicht wahnsinnig zur Geltung. Also ich bin nicht einer, der malen kann oder irgendwie Lyriken schreiben kann. Also da bin ich doch eher beschränkt auf Minecraft. Dadaki würde gern wissen, wie behältst du die Motivation, an deinen Projekten dran zu bleiben? Gerade bei dieser Größenordnung nicht immer einfach, denken wir. Das ist richtig, die Motivation ist ein wirklich ausschlaggebender Faktor. Das heißt, man muss sich zwischendurch wirklich wieder motivieren, etwas zu machen. Ich mache es so, dass ich immer kleine Bauabschnitte baue. Das heißt, ich nehme mir wirklich ein Gebäude vor, baue das und richte es auch gleich innen eigentlich komplett ein, damit dieser Abschnitt wirklich komplett fertig ist. Ich habe festgestellt, wenn ich mehrere Baustellen habe auf dem Plot, irgendwann hat man den Überblick etwas verloren und man sieht keinen Fortschritt und es passiert nicht viel. Daher bin ich der Meinung, man sollte immer etwas beenden, bevor man wieder etwas Neues beginnt und zwischendurch vielleicht auch mal etwas anderes machen, mit guten Freunden hier sich austauschen, gehört auch dazu. Hast du in Minecraft einen Lieblingsbaustoff? Und wenn ja, welcher ist das? Ja, den habe ich. Und das ist ganz klar bei mir das schwarze Eichenholz und die Ziegelsteine. Das ist natürlich wahrscheinlich auch etwas bedingt durch das Plot an sich, die Thematik des Plots. Aber das sind wirklich zwei Baumaterialien, die mir sehr gut gefallen. Schwarzeichenholz in Kombination mit etwas Quarz kommt immer sehr, sehr gut rüber. Und der Ziegelstein, ja, der bietet sich natürlich an, wenn man Häuser baut um 1900. Du redest von dem roten klassischen Ziegelstein, Genau, ne? richtig, ja. Gibt es ein Bauwerk oder etwas anderes, das du uns unbedingt noch zeigen möchtest? Ich meine, abgesehen von der Brauerei, die wir uns gleich noch anschauen. Was es noch gibt auf dem Plot, ist ein Adventure Game, das man spielen kann. Das kann aber wahrscheinlich jeder mal selber anschauen, wenn er Lust und die Muse hat dazu, sich da durchzuspielen. Es ist nicht ganz einfach, dauert circa eine Stunde. Aber das ist sicher noch etwas, was spezieller ist an diesem Plot. Braucht man einen Guide dafür oder kann man einfach aufs Plot kommen und das spielen? Die Idee ist, dass man es einfach spielen kann. Man kann aufs Plot kommen. Alle Stationen sollten so ausgestaltet sein, dass man es alleine durchspielen kann. Bedingung ist natürlich, dass man die Rätsel lösen kann, damit man von Station zu Station kommt. Aber es ist so, man kann das Spiel eigenständig durchspielen. Sehr gut. Dann gehen wir doch einfach mal direkt nochmal in die Brauerei.
und schauen uns das mal live an. Die müsste hier drüben irgendwo sein, oder? Ist hier hinten. Irgendwo hatte ich sie schon mal gesehen. Ja, die ist hier beim Vergnügen. Ah, ja. Die Brauerei. Ja, das war das Letzte, was ich jetzt gebaut habe und hat Spaß gemacht. Brewery, da steht's ja schon. Mutet im ersten Moment an wie eine Kirche. Das habe ich auch schon gehört. Stimmt. Sehr witzig. Ah, hier haben wir die Vorratsschränke, okay. Ja, hier sind das die. Sieht aber nicht so ganz nach deutschem Reinheitsgebot aus hier. Das kann sein. Das Kopfhalt ist nicht ganz geboten. Unterbier im schönen Fass. Ja, das ist der Trank der Unterwasseratmung. Ah, Feuerbier, klar. Nachtbier, sehr, sehr cool. Das heißt, letztlich brauchst du hier in deiner Brauerei Tränke. Ja, genau. Ja, eine Brauerei bietet sich ja zum Tränkebrauen. Ja, das ist optimal, gar keine Frage. Genau. Oder die Silos sind das ja hier. Genau. Ja, hier könnt ihr, aber da brauchst du noch... Das ist eine sehr schöne Idee. Ja, das war auch etwas herausfordernd, dass die Minecarts machen, was man will. Ja, aber das sind genau die Details, von denen ich spreche. Du hast hier einen Schießstand und da fahren dann auch Ziele durch. Das ist genau das, wovon ich rede. Okay. Wow. Wo bin ich denn hier gelandet? Eieiei. Also hier musst du vorsichtig sein. Vorsichtig sein? Oh oh. Oh oh. Einfach schön weiterlaufen. Jawohl. Ja, klar. Gleich oben hängen geblieben im Kopf. Aber es sieht schon, also sofern wir hier diesen Teil ins Video schauen, man sieht schon, hier ist Kreativität auf jeden Fall gefragt. Nicht Kreativität, hier ist Abenteuer. Ja, ja. Ja. Hier erlebt man was auf dem Plot. Es ist nicht nur schön anzusehen. Es gibt kleine Stationen, wo man, ja, wo es immer wieder etwas zu sehen gibt, wenn man sich die Zeit nimmt, da durchzugehen. Ich bin draußen! Das ist übrigens die Zeitmaschine und dann stellen wir uns hier nochmal zu deinem Adventure-Banner. Ja. Und im Grunde sind wir damit auch durch. Also ich kann euch nur empfehlen, schaut an diesem Plot vorbei. Es gibt eine Menge zu erleben, es gibt eine Menge zu sehen. Ich habe unter anderem auch eine Wohnung hier, die könnt ihr euch anschauen. Die hat mir der liebe Rosa Bömber quasi vererbt, geschenkt, wie man sagen möchte. Und viele, viele kleine Abenteuer, die euch erwarten, aber auch eben dieses Adventure, wo wir jetzt gerade davor stehen. Wenn ihr auf dem Plot landet und geradeaus geht, kommt ihr genau dahin. Aber zu guter Letzt, Rosa Bömber, möchtest du den Zuschauern noch irgendetwas mitgeben? Natürlich. Habt immer Spaß auf Greater Games. Versucht eure Ideen umzusetzen und genießt die Zeit und ja, habt eine gute und schöne Zeit auf Greater Games. Dann vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dass ich deine Stimme im Video verwenden darf und viel Erfolg weiter mit dem Plot und wir werden immer wieder mal vorbeischauen und beobachten, was hier so passiert. Herzlichen Dank. Hat mich gefreut. Ciao. Ciao.